Hallo liebe Jungfrau, in diesem Video geht es um die Legung und die Energietendenzen für den Frühling 2024. Wenn du mit abgestimmt hast, danke ich dir von ganzem Herzen. Denn ich war mir nicht ganz so sicher, ob ihr so eine Jahreszeitenlegung nochmal wollt in 2024. Und deswegen hatte ich nämlich gefragt und freue mich sehr, dass ihr dafür offen seid. So meine Lieben, ihr werdet eine Pyramide bekommen mit dem Golden Lenormand. Geklärt werden die einzelnen Karten hier mit dem Golden Lenormand. Ich habe Engelbotschaften für euch und ich habe zwei verschiedene schamanische Orakelkarten-Sets mit am Start. Ihr denkt bitte daran, dass es eine kollektive Legung ist, die nicht auf jeden zutreffen kann. Dafür sind dann die privaten Legungen da, Heilarbeiten da. Ne? Und da könnt ihr euch dann gerne in der Infobox einmal erkundigen, wie ihr mich, wenn ihr Interesse habt, mich erreichen könnt, wollt. Und von dem her würde ich sagen, starten wir jetzt in eure Legung, meine Lieben. Oh, ihr seid aber sehr kommunikativ. Das muss nochmal gut durchgemischt werden. So, liebe Jungfrau, ich bin ready. Ich hoffe, du auch. Ich hätte jetzt bitte gerne für die Jungfrau ein Thema. Das ging jetzt schnell. Oh, Belastung. 10 der Stäbe. Eine coole Karte. Warum? Viele sagen, oh mein Gott, totale Überbelastung. Ja, natürlich. Eine totale Überbelastung, liebe Jungfrau. Warum ist die totale Überbelastung da, kann ich dir sagen. Weil du etwas in die Beendigung bringen sollst. Und zwar genau das. Ja, genau diese Überbelastung möchten hier in die Beendigung gehen. Eine Last, eine schwere Last, die du trägst, die wird von dir gehen, die wirst du ablegen. Du kannst mit 10 der Stäbe eine gewisse Zeit gehen und irgendwann fängst du an, diese 10 der Stäbe zu verlieren. Also es reduziert sich dann wieder und irgendwann bist du bei 0 beim Narren, ja, und bei der 1 bei dem Magier und dann geht es in das Ass hinein und dann geht es wieder von vorne los. Und jetzt bist du im Frühjahr nochmal bei den 10 der Stäben oder überhaupt bei den 10 der Stäben angelangt. Das heißt, wir haben hier eine Situation, die dich unheimlich stark belastet und wo du eine positive Bitte-Einstellung haben kannst, denn du hast hier die Qual der Wahl mit 7 der Kelche auf der Unterseite des Kartendecks. Ich zeige es euch mal hier ein bisschen näher, ja, wo du hier bitte lichtfrei entscheiden kannst, was du gerne möchtest. Und die Zeit wirst du dir nehmen, möchte ich weiterhin in diesen Belastungen sein oder nicht. Und wir gucken uns jetzt mal diese Belastung an. Wir schauen da mal rein. Ja, wunderbar, sage ich doch. Die Entscheidung, wozu lege ich hier eigentlich Karten, wenn ich schon alles im Vorfeld immer ausschnatter hier für euch? Was habe ich gerade gesagt? Der Magier, sehr schön, du hast die Entscheidung, bleiben, gehen oder bleiben. Du wirst dich hier entscheiden, liebe Jungfrau, hier diesen Zustand zu verlassen. Du sagst, nö, da habe ich keinen Bock drauf, ich habe keine Lust, ich bleibe nicht bei den Belastungen, ich gehe aus diesen Belastungen raus und gehe in den Neuanfang. Der Magier hat alles, was er braucht. Also das ist nur ein Schritt, eine Entscheidung zu treffen. Du bist einen Schritt vom Ziel entfernt. Du kannst jederzeit sagen, ich lasse jetzt die 10 der Stäbe fallen, ich lasse jetzt los. Damit gehst du weg und hast zwei Hände frei und hast alles, was du brauchst. Und wieder auf der Unterseite die 7 der Kelche. Ja, so. Jetzt klären wir mal die 8 der Kelche. Deine Energie. Wunderbar. Du sagst, okay, ich weiß, ich verlasse diesen Zustand der Überbelastung. Das geht nicht mehr so, wie ich es jetzt hier habe. Es macht mich glücklich, wenn ich neue Wege gehe. Diese Wege wirst du in deiner Energie gehen. Die wirst du langsam gehen. Du wirst Wege gehen mit Beständigkeit, Sicherheit und Bodenständigkeit, liebe Jungfrau. Du wirst hier einen Weg einschlagen, der dich glücklich macht. Und dafür wirst du als Gegenleistung eine Belastung hier wirst du verlassen. Das ist sehr schön. So, der Neuanfang, der Magier. Wow. Wow, wow. Oh. Das ist ja das erste Mal, dass ich 3 Karten hier habe. Also, wir haben hier eine Energie. Die Energie ist König der Schwerter. Das ist die sehr männliche, es ist eine sehr männliche Energie. Es ist eine Energie, die, das kann zum Beispiel, egal ob Männlein oder Weiblein, guck mal, wer in deinem Feld sehr, sehr,
dynamisch männlich ist, wer sehr direkt ist, wer teilweise in seinem Wort sehr verletzend ist. Es ist jemand, der dich blockiert und es ist jemand, der dir Herzschmerz zufügt. Deswegen, ich sage ja, das kann auch zum Beispiel eine Dame sein. Wenn du jetzt ein Herr bist, dann ist das, kann es eine Dame sein, es kann auch ein Vater sein, kann auch eine Mutter sein. Es kann deine Partnerin, dein Partner sein, wer auch immer. Das wirst du sehen und du wirst aber einen Neuanfang machen. Also diese Belastung hier könnte hier von einem Gegenüber sein. Ja, wo du sagst, wow, ich habe echt viel ertragen, ich kann nicht mehr, ich verlasse jetzt diesen Zustand, ich gehe neue Wege in meinem Tempo alleine weiter. Und diese Person, die mich blockiert und mir Herzschmerz zufügt, die nehme ich nicht mit in meinen Neuanfang, sondern die ist hier auf die Zehn der Stäbe, spiegelt die sich hier. Ja? Also es ist etwas, wo du sagst, okay, ich habe gedacht, ich krieg's noch geregelt, aber ich krieg's irgendwie nicht geregelt. So, und auch wieder haben wir hier am Ende der Karten, des Kartendecks am Boden, die 10 der Kelche. Du hast immer die Qual der Wahl zu sagen, okay, will ich das, was ich hier in meinem Feld habe, ja oder nein? So, solltet ihr es grunzen, schnarchen im Hintergrund hören, mein Boxermädchen, die schnarcht. Es ist kein Mann, keine fremde Energie, macht euch keine Sorgen. Sowas besitze ich nicht, sowas habe ich nicht. In meinem Feld, ich bin mit mir selbst und dem Schöpfer des Himmels und der Erde verheiratet. Also von dem her, alle, die mich noch nicht kennen, das ist mein Hundekind. So, genau, die Belastung und das Glück. Du möchtest letztendlich glücklich sein und diese Belastung, die sind dafür da, um damit du wieder in die Bewusstwerdung kommst, sagen sie, dass du glücklich wirst. Also man hat dir bewusst dieses Glück genommen. Du hast gedacht, wenn du viel tust, dann wirst du glücklich. Das ist aber nicht so. Du hast gedacht, wenn du viel Last auf dich nimmst, dann bekommst du ein Dankeschön. Dankeschön, dass du meine Last mitträgst. Dem ist aber nicht so. Das ist das, was du gelernt hast, was du verstehen wirst. Ja, also wenn ich sage gelernt hast, dann bin ich schon im Frühjahr drin. Ja? Also nicht erst im Jetzt und wir gucken, sondern ich bin jetzt gerade aktuell bei dir im Frühjahr. Ne? Von der Aussprache her, von der Zeit, vom Zeitlichen her. Das heißt, du hast immer gedacht, dass diese Belastung, die du auf dich nimmst, anderen vielleicht was abzunehmen, andere Leiden mitzuleben, macht dich glücklich, weil du da Dankbarkeit für bekommst. Nee, dem ist nicht so und das hast du verstanden und deswegen wirst du hier diesen Zustand auch verlassen. Und das ist hier ein Stück weit ein Familienthema. Ich könnte mir vorstellen, dass du hier Familie verlässt und alleine deinen Weg weitergehst, weil du sagst, nee, das mache ich nicht. Und wenn es hier mit der Liebe zu tun hat, dann wirst du jemandem einen Liebesentzug geben. Du sagst, ich bin hier nicht deine... Ich wollte jetzt sagen, nein, das kann ich nicht sagen, das ist nicht gut. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin jetzt hier kein Werkzeug, was du benutzt, wenn du mich mal brauchst. Ne? Ihr wisst, wie ich es jetzt meine. Auch das könnte hier sein, dass du diesen Zustand hättest und dass du sagst, nö, mit mir jetzt nicht mehr, bis hier und nicht weiter. Ja? So, Jungfrau, jo, der Neuanfang. Es könnte sein, dass du hier sogar einen neuen Menschen kennengelernt hast oder kennenlernen wirst. Oder dass du sagst, wenn es hier die Familie an sich ist, dass du mit deinem, dass du dich für den Partner entscheidest. Es könnte sein, dass du hier zwischen zwei Stühlen stehst und die Familie sagt, entweder dieser Mann oder wir als Familie. Und ich sage dir, du wirst deine Familie verlassen, um mit deinem Partner, mit dem Menschen, der dich glücklich macht, der innerhalb der Familie aber eine Belastung darstellt, dass du dich für deine Liebe entscheidest, für deinen Partner. So, wir haben den Mond, die Gefühle. Ich fühle, ich weiß. Ich fühle und ich weiß, das ist richtig, dass ich diesen Weg gehe. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Aber ich habe jemanden an meiner Seite, der ist mit mir. Der ist bei mir. Ja, Loyalität, Treue. Ich habe es versucht, aber es hat nicht funktioniert. Und ich denke mal, es könnte auch eine Geschichte sein, dass du, wer auch immer der König der Schwerter ist, das kann auch ein Ex-Partner sein, der dich hier blockiert hat, oder jemand aus der Familie, den du hier verlassen wirst,
ich denke mal, du hast es hier schon eher mit dem Thema Loyalität und Treue zu tun. Du versuchst auch hier ein Stück weit irgendwie was geregelt zu bekommen. Aber du wirst feststellen, dass diese Person nicht loyal und treu an deiner Seite ist und du verlässt auch diese Loyalität und die Treue. Du gehst da raus aus dieser Energie. Ja, der Reiter, du gehst weiter. Du entscheidest dich für das Weitergehen. Ich möchte mich weiterentwickeln, sagst du. Ja? Lasst uns mal weiter gucken, was hier noch kommt. Das ist interessant. Ihr habt ja eine interessante Legung. Du und musst dich hier zwischen zwei Menschen oder mehreren Menschen entscheiden, Jungfrau. Also entweder Familie oder Partner. Und das hat alles, was in Verbindung mit Ex-Geschichten kann es zu tun haben. So, Einfallsreichtum. Oh, wir haben drei Karten. Okay, also wir haben den Einfallsreichtum. Ja, du darfst kreativ werden. Du darfst dir was überlegen. Wie möchte ich das gerne? Radikale Akzeptanz. Okay, ich verstehe, dass ihr nicht akzeptieren wollt, dass ihr diesen Menschen akzeptiert. Ich habe verstanden, dass dieser Mensch, dass ihr nicht wollt, dass dieser Mensch an meiner Seite ist. Radikale Akzeptanz lieb gewonnen. Ich habe ihn aber lieb gewonnen. Ich möchte mit diesen Menschen aber gerne zusammen sein. Und ich kann es hier ehrlich gesagt nicht von euch abhängig machen, weil es ist mein Leben. Und Vergebung, den Schleier flicken. Und das ist das. Ich vergebe euch. Ich akzeptiere und vergebe euch, dass ihr meine Entscheidung nicht akzeptieren könnt und dass ihr mir vielleicht nicht vergeben könnt und dass ihr auch mich aus der Familie ausschließt. Das ist alles okay. Aber ich entscheide für mein Leben. Wow. Wow, das ist mega. Das ist richtig, richtig, richtig mega. So, gucken wir mal weiter hier. Was geht's noch, Jungfrau? Ja, sei der Jäger, nicht der Gejagte. Und das ist das. Stärke, Dynamik. Den Menschen, die du verlässt, innerfamiliär zuvorkommen. Ich lasse mich nicht jagen, wenn, dann jage ich euch. Ja, also ich gehe persönlich, ich gehe freiwillig, ich lasse mich nicht jagen. Ich möchte das nicht. Ja, das ist nicht meine Energie, ich gehe da raus. Ja, das ist nicht meins. So. Mit dir ist auch nicht zu streiten. Für die Jungfrau im Frühjahr 24. Was haben wir hier? Jo. Wir haben einmal das Mitgefühl. Ja, ich kann es verstehen. Sind das zwei Karten? Nee. Das Mitgefühl zu haben. Ja, ich verstehe, dass ihr das nicht akzeptieren könnt, meine Entscheidung nicht akzeptieren könnt, aber ich bin hier glücklich. Ich bin glücklich, neue Wege zu gehen. Ich fühle, dass es richtig ist. Ja, und erwarte Wunder. Ja, dadurch, dass du dich veränderst, gibst du den Menschen eine Möglichkeit, sich auch zu verändern. Das ist richtig, richtig schön. Und wir haben hier auf der anderen Seite noch, was ich hier noch mit ins Feld geben möchte, auf der Rückseite reinigen, auflösen und loslassen. Eine Situation, ich packe es euch mal ein bisschen weiter oben hin. Ihr solltet es auch bitte sehen können. Ja. So, ihr sollt hier letztendlich die alten Dinge hinter euch lassen. Ihr sollt das, was euch blockiert, was euch wehtut, ja, anschauen, aber ablösen, reinigen, ja. Ihr seid der Schöpfer für euer Leben, für euer Sein. Ihr entscheidet, wie ihr das gerne möchtet. Und wenn jemand hier nicht mitgeht in eurem Feld, dann muss man auch manchmal schmerzlich das akzeptieren und sagen, okay, aber die Belastungen werden losgelassen. Du wirst einen Zustand verlassen, indem du die Belastungen hinter dir lässt, um glücklich zu werden. Ich wünsche dir, liebe Jungfrau, für diese Zeit ganz viel Licht und Liebe. Wenn du Hilfe brauchst und du brauchst Unterstützung, kannst du mich gerne anschreiben. Ob nun für eine Heilarbeit oder auch für ein Coaching oder für eine Blockadenlösung. Ja, das ist völlig egal. Wir können gerne gucken, wo wir dich voranbringen und wie wir dich voranbringen. Dafür wünsche ich dir ganz viel Licht und Liebe. Und freue mich, wenn du dich bei mir meldest. Mach's gut. Tschüss.